Meine lieben Pfeifenraucher auf YouTube. So alte Kerle wie ich, die ja doch 2 bis 3 Pfeifen haben, haben dank YouTube das große Glück, dass die Infizierten mit YouTuber, die von dem Pfeifenmacher-Gen angesteckt sind, doch hin und wieder eine Pfeife angeboten kriegen. Das ist erstmal eine furchtbar spannende Sache. Macht einen auch Freude. Tut dem Geldbeutel nicht wirklich gut. Aber es ist zum Beispiel auch ein gutes Thema für ein Video. Unser lieber Meerschaumpfeifer, wie er bei YouTube heißt, sprich der Benny, gehört zu dieser Spezies von Pfeifen. Machern der neuesten Zeit. Er stellt seit gut einem halben Jahr Pfeifen her, die er entweder an der Drehbank vorbereitet oder direkt an der Schleifscheibe kreiert. Er benutzt entweder Ebonit für die Mundstücke oder Cumberland, also ebenfalls Ebonit. Hat es noch nicht so mit der 9mm Bohrung. Ich glaube, da muss er noch dran tüfteln. Ich glaube, das ist auch nicht so einfach. Und man sollte hier erstmal eins fertig kriegen. Wenn man erstmal mit dem Bau der Pfeife zufrieden ist, kann man sich auch an die Feinheiten machen. Ergibt sich, wie er selbst schreibt, sehr viel Mühe bei der Beizung und musste auch etliches ausprobieren. Ich glaube, das geht jedem Pfeifenmacher so. Und kann nur sagen, ein Mensch, der sich als Pfeifenbauer vorbildern, Leute wie Rainer Barbie, Teddy Knudsen oder Viktor Jastilov, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, gewählt hat, der hat eine ganze Menge vor. Er möchte diese Pfeifenmacher nicht kopieren, sondern sie als Inspiration nutzen. Und das ist, glaube ich, schon mal ein guter Anfang. Vergesst bitte nicht, auch Leute wie Rainer Barbie oder Teddy Knudsen haben viele Jahre gebraucht, um nachher ihr Finish und ihre Formen zu finden. Ich glaube, da braucht man sehr, sehr viel Erfahrung. Und vielleicht auch das eine oder andere neue Material, was sich entwickelt, um sozusagen solche kleinen Perlen herzustellen. Der Benny hat mir also diese Pfeife angeboten, die ich gerne annahm. Nun, muss ich sie euch ja zeigen, sonst habt ihr nichts davon. Das ist schon eine mächtige Pfeife, relativ kurz, mit einem kurzen, knuffigen Mundstück, erinnert ein wenig an Tau, einem eckigen Holm, der ist der Bulldog-Form geschuldet, einem wirklich dickwandigen Kopf mit einer wunderschönen Kontrastbeizung. Wie ihr sehen könnt, kommt hier die Beizung wirklich hervorragend rüber. Der Kopf hat noch eine Besonderheit. Er hat 2 Zierrinnen, und zwar einmal direkt am Rand und einmal ein bisschen mehr in die Mitte gerückt. Versehen war das gute Stück nicht mit Rauchpaste. Dem dunklen Cumberland-Mundstück. Irgendwie werden jetzt mittlerweile Cumberlands verkauft, die nicht mehr ganz so farbintensiv sind wie früher. Also es geht jetzt mehr in die Brauntöne, und früher waren sie oftmals doch schon ein bisschen roter. Wie gesagt, ohne 9mm und mit einer eigenen Holmform, wie ihr hier vielleicht sehen könnt. Ich halte mal die Finger dazwischen. So. Ist oben an den Seiten der Holm eckig, unten ist er abgerundet. Das ist schon was.
Natürlich muss das Mundstück genau dieser Sache folgen. Also unten ist es etwas runder. Es hat den Riesenvorteil, man weiß, wo oben und unten ist. Muss keine Punkte oder ähnlichen Zeichen oben drauf machen. Und fügt sich gut an. Der Übergang ist schon ganz gut. Noch nicht, sag ich mal, glasweich, aber sag mal, es fehlt nicht mehr viel. Es ist auch nicht ganz einfach bei der Form genau die Mitte oben zu finden, aber ist schon in Ordnung. Der Biss ist schön ausgeformt. Die Bohrung selbst ist tadellos. Das Füllvolumen ist schon mehr als mittel. Der kleine Kerl hat natürlich dank seiner Dickwandigkeit ganz schön Gewicht. Und das Mundstück ist was für echt weiter. Es ist ein bisschen kräftig ausgefallen, aber nicht falsch. Weil irgendwo muss ja die Symmetrie stimmen zwischen dem kräftigen Kopf. Wenn man da so ein dünnes Mundstückchen dran hätte, ich glaube, das würde nach nichts aussehen. Man müsste sonst länger werden, aber es ist also eine Pfeife, die man entweder kräftig im Kiefer hält oder eben öfter mal in der Hand. Die Raucheigenschaften sind im Großen und Ganzen wirklich gut. Der Zug ist tadellos. Der einzige Nachteil, was heißt Nachteil, die einzige Besonderheit dieser Pfeife, die unten glatt gehalten ist, aber nicht recht stehen will. Dazu hat sie einfach zu viel Bauch. Passt gut zu mir. Sie wird doch relativ warm. Nun wundert sich da der Benny und ich uns sehr drüber, weil bei der Holzmenge, bei der Höhe, bei der Hollenbohrung durfte das eigentlich gar nicht passieren. Wir haben uns jetzt innerlich erstmal darauf eingestellt, dass dieses Holz vielleicht nicht optimal gelagert war. Wird nicht wieder vorkommen. Benny arbeitet dran. Und er wird, glaube ich, wenn er dabei bleibt und sich vielleicht auch durch Anfragen von euch ein wenig unter Druck gesetzt fühlt, wieder ein wenig intensiver dieser Leidenschaft nachkommen. Ich hätte euch gerne noch ein paar Fotos von neueren Pfeifen gezeigt, aber es gibt keine. Benny hat im Augenblick sonst keine im Angebot, sodass ich euch eigentlich nur sagen kann, dass meine der einzige richtige Spot, der auffällt, ist hier oben. Sonst wirklich eine interessante, schöne Maserung. Eine Pfeife mit Charakter, mit Stärken und Schwächen, wie wir Menschen. Und ein Ding für richtig große Männerhände. Gut, man darf daran nicht ziehen wie ein Hektiker. Das würden auf Dauer die Finger nicht aushalten. Aber wo ist das Problem? Außerdem, ich neige nicht dazu und die gehe ich ja nicht mehr her. In diesem Sinne kann ich dem lieben Benny nur nochmals vielmals danken. Er hat sogar schon einen Stempel drauf, den ich aber dummerweise nicht wirklich gut lesen kann. Irgendwas mit einem verschnörkelten M und den Rest, der geht leider ein bisschen unter. Da wird uns unser Benny bestimmt als Kommentar nochmal mitteilen, was genau draufsteht. Passt also gut auf euch auf. Fragt ihn einfach. Vielleicht braucht man manchmal ein bisschen einen kleinen Schubs, damit man weiter dran bleibt. Bleibt mir ja gesund. Bleibt mir glücklich mit den Dingen, die ihr habt, die ihr haben möchtet, die im erreichbaren Rahmen sind für jeden von uns. Und seid euch gewiss, ich denke an euch, euer René.